geht um ein fiktives, also es ist Fiction, das heißt, es ist drei Tage im Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann 1936, und in den drei Tagen muss er eine wichtige Entscheidung treffen. Er war zufällig im Ausland 1933, ist nicht mehr zurückgekehrt, hat sich öffentlich bislang in den drei Jahren nicht gegen das Nazi-Regime ausgesprochen. Es besteht kein Zweifel darüber, dass er gegen das Regime war, aber er hat es nicht öffentlich kundgetan. Und in den drei Tagen, die auch wirklich historisch so passiert sind, durch verschiedene Umstände kommt er wirklich in die Lage, dass er sich jetzt entscheiden muss, ob er etwas öffentlich macht gegen das Regime, ja oder nein. Und das ist dann ein offener Brief in der Neuen Zürcher Zeitung, wo er ganz deutlich Abstand nimmt vom Regime und auch also dadurch Abstand und Abschied von Deutschland. Ich wollte einen Roman schreiben über Immigration, über die Frage, wie es ist, um in einem anderen Land zu wohnen, was man dann mit seiner eigenen Kultur macht, wenn man in ein anderes Land geht. Und ich habe lange mit dem Thema Mühe gehabt, wie ich das in irgendeiner Form in einen Roman verpacken soll, weil das ist natürlich doch ein sehr aktuelles Thema, und wenn man dann aktuelles auch Romanfiguren in der Heutezeit, irgendwie hat mich das nicht so angesprochen. Sie trauen sich was. Ja, eine gewisse Hybris. Es gibt natürlich Bibliotheken voll mit Thomas Mann. Ja. Warum haben Sie es trotzdem gemacht? Ich weiß natürlich, dass es sicherlich Leute geben wird, gerade aus der Expertengemeinde, die mir das nicht in Dank abnehmen und die sich dann fragen, warum muss jetzt so ein Buch mit Thomas Mann? Aber für mich war das Thema, was es bedeutet, um deutsch zu sein, ein ganz persönliches Thema. Und ich fand Thomas Mann so eine unglaublich starke Symbolfigur, die auch mit dem gleichen, sich mit diesen gleichen Problemen auseinandersetzen musste, dass ich alle Bedenken über Bord geworfen habe und eben doch Thomas Mann als Hauptfigur gewählt habe. Ich habe, was den Schreibstil angeht, nicht versucht, Thomas Manns literarischen Schreibstil zu imitieren und auch nicht seinen Schreibstil in Briefen oder Tagebüchern, weil davon dachte ich, das kann nur schief gehen. Ich bin ja selber Autorin, also ich muss meinen eigenen Stil entwickeln. Die Tagebücher haben mir aber insofern sehr geholfen, weil aus den Tagebüchern doch für mich eine bestimmte Atmosphäre kommt, des Menschen auch, Thomas Mann. Als Autorin ist für mich die Essenz, wenn ich Fiction schreibe, die Hauptfigur. Ich muss irgendwie den Eindruck haben, dass ich da eine persönliche Bindung habe zur Hauptfigur. Also ich habe irgendwann mal gelesen, jeder Roman ist auch Autobiografie, das glaube ich auch. Ein Thema, eine Geschichte für mich ist nur dann lebendig, wenn ich da selber auch Gefühle mit verbinde. Ich habe 2010 wirklich mir überlegt, ich habe ein Sabbatical genommen und mir überlegt, was ich machen möchte die kommenden 15 Jahre, und mich entschlossen, dass ich wirklich mehr Zeit mit Schreiben, mich mehr Zeit dem Schreiben widmen möchte und dann auch in nicht nur Sachbücher, sondern eben auch in der Fiktion. Und deswegen ist das insofern mein erstes, wenn man den Krimi nicht mitzählt, ist das mein erstes Fiction-Buch.